an Matsch. Das ist eigentlich reichen für ein Haus. So, außen drum einmal. Setzen tut man die Matschklumpen mit der rechten Maustaste. Abbauen mit der linken. Ich mache den Mund und baue schön weiter, weil Musik kommt. Matsch nicht ausreicht. Die Tür rein, bevor es dunkel wird. So. Bevor es dunkel wird. Bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Mich regnet normalerweise reicht es. Also HD aufnehmen, aber ich brauche auf dem PC hier nicht mehr zu rendern. Das schafft er nicht, dann müssen wir dann mal PC gehen. Der aber nicht hier steht. Der auch nicht hier hinkommt.
Die Mauern haben wir schon mal, jetzt wollen wir noch schnell ein Dach drauf. Ach, ein paar Schäfchen, die können wir noch nach Ernten gehen. Bevor es dunkel wird. Dann müssen wir noch schnell da hinten an den Steinbruch gehen und gucken, ob wir noch ein bisschen Kohle bekommen für euch, dass ihr auch was sehen könnt gleich, wenn es dunkel ist. Sonst seid ihr halt nichts dran ändern. Noch ein bisschen noch. Am Anfang empfehle. Dann kann man direkt mit abbauen, sondern man braucht erst die Bautage. Dungeon ist. Doch bestimmt so 10, 20 Sticks allein an Stein. Ich lass Eingang offen, dass man auch rausgehen kann zur Not. Och Mann, jetzt habe ich ihn falsch gesetzt. Also Kommando zurück. So, ich merke gerade, draußen wird es dunkel. So, bin ich der Meinung von. Zurück, draußen wird es dunkel. Also wird kein Licht für mich heute. So, da hinten haben wir unsere schöne untergehende Sonne. Und dort kommt der Mond. So, ich sehe schon Kohle. Da hinten ist Rad. Da ist Kohle. Ganz viel Kohle. Dann warten wir mal. Ich gehe noch ein bisschen Holz ab. Nein, ich bin nicht runter. Ich bin nach oben. Hier muss man noch ein Geländer rumbauen. Mal, bevor die Monster kommen, ein bisschen Holz ab, das können wir nämlich nicht gebrauchen. Ein paar Werkzeuge. Ich finde, in dem Spiel ist der wichtigste Rohstoff Stein und Eisen. Weil Eisenerz. Das muss ich erstmal zu Eisen schmilzen. Noch. So, wir werden jetzt, im Moment müsstet ihr wenig sehen. Dann kann ich leider nichts dran ändern. Noch ein paar Holzkisten. Um was zu ändern, muss ich eine Spitzhacke haben und damit Eisen abbauen gehen. Mit Eisenkohle. Jetzt gucken wir mal gerade hier in der hier. Och Mann, ich sehe nichts mehr. Och ne, da laufen schon ein paar Zombies, da oben laufen ein paar Skelette. Hoffentlich kein. Scheiß Dunkelheit. Nein, Huhn. Und Abwechslung. Das ist auch nicht. Nein. Stimmt, der lebe halt ja noch nicht mal. Hier sind noch zwei scheiß Skelette eigentlich. Die mir jetzt hinterher. Ich gehe
Ich gehe, ich glaube, ich gehe wieder rein. Ich glaube, ich gehe wieder rein. So. Hier bauen wir uns gleich noch Treppen hin. Brauchen wir immer zu springen. Ach, da unten laufen sie. Da unten schicken noch ein paar Pfeile. Da steckt noch ein Pfeil. Über die Umschalttaste, wie ich schon gesagt, habe ich jetzt schon gesagt. Über die Umschalttaste kann man nicht mehr von den Blöcken runterfallen. Man kann auch nicht so weit gehen, aber man fällt ja nicht mehr runter. Das ist halt wichtig bei Brückenbau und so. Sonst hat man ja da mal so einen Creeper. Nein! Nein, nein, nein! Schnell, 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 schnell. Das ist ein scheiß Creeper und ein zwei Skelette. Rein. Tür zu. Und wieder. Gleich müssen wir mal ein paar Schweine farmen gehen. Och, da ist ja der kleine Creeper. Die Creeper sind auch tastüberaktiv, also genauso wie die Spinnen, aber die Spinnen sind tagsüber nicht gefährlich, sondern nur nachts. Wo ist der Creeper hin? So ab und zu so ein Creeper, die machen richtig Spaß, aber so jeden Tag so einen. Und wenn man die Creeper berührt, dann explodieren die. Na, das ist überhaupt nicht schön. Da hinten ist ein Skelett und zwei Zombies. Da läuft noch ein Zombie. Da oben läuft ein Skelett und ein Zombie. Ja, da oben läuft ja auch noch ein Skelett rum. Ich glaube, ich rede hier von Zeug, was ihr gar nicht sehen könnt, aber das sehe ich bald, wenn ich gerendert habe. Och nee, hier sind jetzt auch noch Skelette. Oh nee, hier müssen wir noch da reingehen. Bauen wir hier, bauen wir gerade noch zu. Aha. Hallo, hallo. Wenn ich einen Schmelzofen habe, baue ich noch ein bisschen Holz hier rum. Oh, und ich habe einen Pfeil. Die bringen mir noch nicht so viel, weil ich brauche noch einen Bogen. Jetzt können wir hier hochgehen.